cool aus. Eltern sind weg. Ich konnte nicht vorher vloggen oder so, keine Ahnung. Mann, es ist noch unpeinlich. Ja, ich bin am Flughafen. Ich reise nach Korea, Südkorea. Ich bin in Hongdae irgendwo, am Arsch der Welt, keine Ahnung. Weit entfernt von zu Hause. Ich fliege ganz allein und ja, es ist das erste Mal, dass ich alleine fliege. Dann gleich in ein Land, wo ich niemanden kenne. Das ist schon eine mega Herausforderung. Und ja, ich habe mir gedacht, so scheiß drauf, ich mach's mal. Ich habe nichts mehr zu tun, ich habe Zivi fertig, ich habe meine Lehre fertig, ich habe eigentlich alles, was ich machen muss in Österreich, also denke ich mal. Auf jeden Fall Zivildienst, ja. Habe ich fertig und danach kommt einfach nur Arbeiten, das ganze Leben lang. Und ich denke mir, ich gönne mir jetzt mal die Reise alleine, push mich da, lerne mich selbst irgendwie kennen, denke ich mal. Und ja. Ja. First up London. Ja, ich habe irgendwie versucht, ein ruhiges Plätzchen zu finden, aber hier findest du kein ruhiges Plätzchen. Und ich fühle mich so allein, obwohl so viele Menschen um mich sind. Ja, aber ich kenne keinen Schwein, also ist es mir jetzt auch gerade so scheißegal, weil mich eh keiner versteht hier. Und ja, scheiß drauf einfach. Ich quatsch einfach rein, aber ich weiß nicht was. Also ich sitze mal hier fest, es ist hier sowas um die 9 Uhr, na 10.30 Uhr schon. Und mein nächster Flug geht um 12.35 Uhr. Und ja, es wird noch kein Gate angezeigt, also muss ich hier herum chillen. Ich meine, es ist ziemlich groß, sie haben coole Shops und so, aber ich kann mir hier gar nichts lassen. Und hi! Und ja, das ist cool. Und ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich suche mir was Billiges zum Essen und chill mein Leben anscheinend. Schauen wir mal. Ich glaube, ich vertrete mir ein bisschen die Füße, weil 2,5 Stunden im Flieger und ja, kein Schimmer, was ich jetzt machen soll. Ich kann das vergessen. Guck mal. Da ist Gordon Ramsay Restaurant. So, jetzt geht's nach Korea. Ein 12-Stunden Flug, glaube ich. Und ja, die Leute stellen sich schon an. Gehen zum Flieger. Und ja, wir sehen uns in Korea. Ich bin so müde, sorry Leute. Ich bin endlich auf koreanischem Boden, Leute. Mann, mein Rücken tut weh, meine Augen sind, glaube ich, nicht besser geworden. Nach so einer 10-11 Stunden Flug. Alter, ich pack mein Leben nicht mehr. Ich hoffe, ich finde jetzt, wo man meine Koffer abholen kann. Weil
Ich kann zwar Koreanisch lesen, aber ich verstehe es nicht. Naja, ich hole jetzt mal meine Koffer. Also ich wiederhole nochmal, ich bin auf koreanischem Boden. Wie cool ist das da? Es war eigentlich gar nicht mal so schwer hierher zu kommen. Ich dachte, es wird unkompliziert oder sowas. Halt, ja, ich meine Taktik wäre gewesen, den ganzen Asiaten folgen. Und ja, aber dann stand es eh da, G-Terminal und so, es war easy. Ich kenne mich hier Nüsse aus und ich suche die U-Bahn. Ich hoffe, ich finde die U-Bahn noch irgendwo, aber ich habe eh noch Zeit bis Check-in meines Hotels, meines Airbnbs. Und ja, ich glaube, ich werde mich dann mal auf den Weg machen, auf die Suche machen. So, kurzes Update. Ich sitze hier. Ich glaube, das ist so ein Mini 7-Eleven mäßiges Dings. Haben mir ein Getränk gekauft. Und ja, ich sitze hier fest bis 3. Weil um 3 erst kann ich erst rein einchecken. Also das ist blöd. Und ich weiß nicht mal, wo genau die Airbnb ist. Also ich muss es sowieso noch suchen. Ich habe ja noch genug Zeit. Aber was ist das? Urnervig. Ich versuche hier ein Video zu machen. Alter. Okay, es ist weg. Jetzt können wir wieder. Ja, ich bin so planlos gerade, also so richtig planlos. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bleib mal sitzen hier und red mit mir selber, denk mit mir selber. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Also ich bin jetzt hier bei meinem Airbnb und schaut, wie klein es ist. Es ist mega klein. Ich kann meine, auf der Seite kann ich nicht mal wirklich meine beiden Hände ausbreiten. Das ist urtraurig und ich werde hier einen Monat leben. Ich kriege noch Platzangst, ohne Spaß. Platzangst. Aber ja, ich war ja noch kurz draußen, habe aber die Cam nicht mitgenommen, weil ich hatte keinen Bock irgendwie und habe mich noch nicht wirklich getraut, draußen auf der Straße am Gehsteig zu vloggen und so. Wird dann noch kommen, ich bin noch lang genug hier und ja, und ich hoffe, das Video gefällt euch. Mein erster Vlog seit extrem langem mal wieder. Und ja, es wird dann wieder besser. Ich meine, ich bin einfach komplett Meier von dem Ganzen. Ich weiß nicht mal, wann ich es schneiden werde. Aber wir sehen uns im nächsten Vlog. Peace out.